Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu Sam Spicy. Eine neue Runde ist da, Freitagabend und ja, wir haben mal wieder etwas Durst und deswegen kann man euch nur herzlich begrüßen zu Was soll ich sonst tun außer saufen? Teil 1. Und ja, wir haben zwei Elefantbier und heute bekommen geschenkt von meinem liebenswerten Trinkgutanbieter, sage ich jetzt mal, wo ich meine Getränke herbekomme. Und zwar habe ich diesen kleinen Krug bekommen, der Hobbit-Krug von Karamalz, mit, ja, aus Ton gegossen, nehme ich mal an. Oder aus was weiß ich, was das hier ist. Man kann auf jeden Fall nicht sonderlich auf dem Boden gucken. Und aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut. Der Hobbit, eine unerwartete Reise, meine Güte. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Aber wir kommen zur Sache. Und zwar gibt es heute zwei Dosen vom guten alten Elefant. Eine Dose ist schon schwierig für mich zu trinken, da ich kein sonderlicher Fan davon bin. Aber es knallt eigentlich ganz gut, also ballern wir uns einfach mal rein. Dazu gibt es mal wieder ein kleines Liedchen. Und es muss in 10 Minuten erledigt werden. Zwei Dosen sollten normalerweise möglich sein, in 10 Minuten zu trinken. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal wieder alles klar. Denn wenn ich jetzt wieder weiter weggehe, dann hört ihr mich wieder schlechter. Aber anders geht es halt nicht. Vielleicht gibt es später noch ein Video mit der guten alten Sriracha-Soße. Kann gut möglich sein, so dass ich ein paar Chili Cheese Balls und ein paar Wings damit esse. Nicht, weil es jetzt so unheimlich scharf wäre, nein, weil ich die Soße einfach geil finde. Und jetzt erstmal hier das Bierchen. Ihr kennt es ja vielleicht von Carlsberg, der gute alte Elefant mit 7,5 Alkoholic Experiencer. Es ist Starkbier aus Dänemark. Nicht von schlechten Eltern, aber geschmacklich natürlich ein bisschen skurriler. Nicht ganz mein Fall, deswegen seht es mir nach, wenn es 10 Minuten dauert, die zwei Dinger zu trinken. Ich probiere es zumindest. Ich habe gerade eben noch ein bisschen was Wodka getrunken, aber dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Ja, nochmal kurz zur Soße zurückzukommen. Es ist die Sriracha, die rote. Es gibt die grüne und die braune noch. Das ist die sehr, sehr scharfe Soße. Deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, wir nehmen auf jeden Fall die Soße mal zur Abwechslung, so nur um es mal anzutesten. Es ist von Exotic Food und sehr geil, also im Geschmack auch. Ist auch ziemlich scharf auf jeden Fall. Deswegen wollte ich einfach mal gucken, vielleicht machen wir da gleich noch was von. Mal eben nur nebenbei, damit wir mal wieder ein bisschen was zu essen präsentieren. Es sind so kleine Drumsticks, die habe ich mir geholt in der Tüte. Das heißt, keine Flügel sind dabei, sondern nur halt die Hähnchenbeine. Und dazu gibt es halt wieder ein paar von den guten alten Chili Cheese Balls, die ich ja eigentlich immer sehr gerne esse. Und ein paar Pommes, aber Pommes habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich wollte euch nur noch mal zeigen: Sriracha-Soße, sehr geil, holt euch die. Im Asia-Shop erhältlich oder in manchen Gemüseläden, türkischen Gemüseläden, haben die auch. Die haben da auch gute Sojasauce und alles. Also einfach mal die Augen offen halten, ist nicht schlecht. Vielleicht nicht unbedingt die rote. Für manche Leute von euch, die grüne ist nicht ganz so scharf. Die hat schon ein bisschen mehr Power. Steht zwar nicht drauf, wie viele Scoville-Einheiten die hat, aber im Prinzip ist es egal. So ein bisschen probieren, auf jeden Fall empfehlenswert. So. Und ja, wie gesagt, ich probiere das in meinem neuen Hobbit-Krug zu trinken. Zwei von diesen Döschen haben wir hier am Start. Jetzt habe ich schon wieder zu viel gequatscht. Immer wenn ich zu viel quatsche, 5 Minuten gehen vorbei, aber egal, lass mal ein 15-Minuten-Video sein. Ist ja auch ganz in Ordnung. Also, im Hintergrund kommt jetzt ein Track von, ja, weiß ich nicht, irgendwas vom CLR Podcast auf jeden Fall. Auch mal reinschauen. Machen immer sehr guten Techno für meine Begriffe. Zwar auch nicht jede Sendung, aber die meisten. Also, ich würde sagen, es beginnt. Und euch allen ein schönes Wochenende noch. Ja, manchmal verschiebt sich hier in letzter Zeit der gute alte YouTube. Und
Das ist natürlich nicht so schön, wenn das Play-Zeichen weg ist, aber ich kann es doch irgendwie noch ergreifen. Ich denke mal, es läuft jetzt. Also, Peace.
listening to the CLR podcast, The Champ in the Mix.
Ja. Und das waren die zwei Elefant. Bierchen in 10 Minuten. Dankeschön fürs Einschalten. Mini-Mikerschen sind wir auch da. Hat Hallo gesagt zu euch. Ist nicht meine Katze, die kommt mich immer besuchen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so ein liebenswürdiger Mensch bin. Und deswegen seid ihr auch so liebenswürdig bestimmt so. Und gebt mir einen Daumen hoch für das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann sorry. Aber es geht halt immer weiter. Sam Spicy und die zwei Elefant. Heute Abend wird noch eventuell, wie gesagt, die Chicken Nugget Chili Cheese Nugget Challenge mit den Drumsticks gemacht. Und zusätzlich gibt's halt noch den Upload von Call of Duty Advanced Warfare Part 9. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Haltet die Ohren steif, zieht euch warm an, draußen ist kalt. Und ich sage einfach ciao und danke fürs Einschalten. Peace.